Hey Leute, heute gibt's den Dillreis. Hier habe ich mich ein bisschen aus der persischen Küche inspirieren lassen. Die persische Küche ist an sich ein ziemlich fitnessgerechtes, ja, Küchenerlebnis, wenn man so sagen kann. Für den Dillreis habe ich mir 100 Gramm Basmati-Reis und 120 Gramm weiße Bohnen genommen. Ihr könntet aber eventuell auch grüne Linsen nehmen. Außerdem braucht ihr 25 Gramm Sultanin oder auch Berberitzen, etwas Limettensaft, Karotte, Zimt und Himalaya. Und natürlich Dill. So, zuerst den Basmati-Reis. Ihr wisst ja, wie man Basmati-Reis macht. Allerdings geben wir hier noch die Zimtstange hinzu. Dann könnt ihr die Karotte, ja, schälen. Kleine Streifen schneiden. Wenn der Topf mal etwas überkocht, pustet es runter und rührt es nicht runter. Der Zimt gibt dem Reis einen richtig leckeren Eigengeschmack. Probiert's mal aus. Und dann kann schon alles in die Pfanne. Einmal gut pfeffern. Der Reis hinzu und das Ganze einmal untergerührt werden. Abschließend muss dann nur noch der Dill und der Limettensaft hinein, einmal umrühren, anbraten lassen und fertig ist das leckere Essen. Ich serviere es ganz gerne noch mit Sojajoghurt an. Ihr könnt es ja machen, wie ihr möchtet. Lasst es euch schmecken!